It's Tricky Time hier bei Me Applecat und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Eaglemoss-Reihe. Heute schauen wir uns das Modell der ISS Enterprise an, NCC 1701. Und ja, ich habe hier keinen Versprecher. Es heißt nicht USS Enterprise, sondern hier heißt es heute ISS Enterprise. Denn da gibt es eine kleine Besonderheit, aber die erzähle ich nachher. Erst einmal zu den technischen Daten. Also Registrierungsnummer NCC 1701 ist ja jedem bekannt. Ein Raumschiff der Constitution-Klasse, wurde betrieben vom Terranischen Imperium. Also klingt schon etwas merkwürdig. Die Länge betrug 289 Meter auf 23 Decks und 430 Crewmitglieder haben sich hier mehr oder weniger nach oben gemeuchelt auf diesem Raumschiff. Und die Bewaffnung, die hatte ein paar Phaser und Photonentorpedos an Bord. Und die Captains waren Captain Pike und später Captain Kirk. So viel also zu den technischen Daten und jetzt werde ich euch mal erklären, wer es noch nicht weiß, wieso das hier ISS Enterprise heißt, denn das hier ist aus einer einzigsten Star Trek Episode, die hieß The Mirror, glaube ich, und auf Deutsch habe ich vergessen. Auf jeden Fall war das eine Episode, wo Captain Kirk, auf der Captain Kirk, ich glaube, durch einen Transporterunfall in ein Paralleluniversum transportiert wurde und da waren alle so ein bisschen auf Arschlochkurs, was man auch an dem fiesen Bart hier von Spock sehen kann. Und da hieß die Enterprise eben nicht USS Enterprise, sondern ISS Enterprise und hatte auch dieses merkwürdige Branding der Erde mit einem Schwert durch auf dem Schiff. Aber erst einmal hier zur Halterung. Ihr seht, gehalten wird das Teil hier oben an der Untertassensektion und das auch sehr, sehr fest. Also hier fällt nichts nach draußen, da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Sehr robuste Halterung, das gefällt mir so wieder sehr gut. Natürlich auch auf der Unterseite nochmal das kleine Badge ISS Enterprise. Und dann hole ich das Ding mal raus und wir schauen uns die ISS Enterprise aus dem Spiegeluniversum etwas genauer an. Und wir beginnen direkt hier auf der Untertassensektion. Da seht ihr die Aufschrift ISS Enterprise NCC 1701 und dann hier dieses Logo des Terranischen Imperiums, also die Erde mit einem Schwert durch, sehr martialisch. Und ansonsten gibt es hier relativ wenig Details, wie das aber halt so üblich war eben bei dieser klassischen Enterprise. Es gibt die ja mit diesen Mustern hier, wo also dieses Netzmuster so ein bisschen durchgeht oder eben hier dieser plane Look und der gefällt mir ehrlich gesagt besser, weil der eigentlich auch so in der Serie mehr ausgesehen hat. Und wir haben hier nur ein paar kleine Fensterchen oder was das hier darstellen soll. Und natürlich die Kommandobrücke und dort auch noch ein paar Fenster. Also sieht alles soweit gut aus. Ein weiterer Unterschied sehen wir hier an den Warp-Gondeln, an den Bussard-Kollektoren. Da sind diese kleinen Nippelchen hier vorne dran. Die hat die Standard-Enterprise ja so nicht gehabt, also die USS Enterprise. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Die Bussard-Kollektoren selbst sind auch aus transparentem Kunststoff. Das gefällt mir gut, mag ich immer sehr. Wir schauen direkt mal auf die Rückseite und da sehen wir, dass dort die Warp-Gondeln, also die Auslässe, einfach nur aus grauem Kunststoff gemacht sind. Aber das sieht auch sehr ordentlich aus. Aber bleiben wir erstmal hier an der Untertassensektion und gehen dort auf die untere Seite. Dort sehen wir dann auch einmal nochmal hier das Branding NCC 1701 und einmal auf dem Kopf stehend. Ansonsten auch schöne Details, also nicht viele, aber die, wo da sind, die passen alle. Die Aufdrucke sehen alle sauber aus. Schauen wir mal hier auf den Rand. Dort sehen wir auch hier die kleinen Fensterchen, die hier drin sind. Nicht viele, aber die, die da sind, die passen und sind sauber drauf gedruckt. Gehen wir weiter am Hals. Am Hals sehen wir auch nochmal die Fenster. Oberhalb vom Hals haben wir dann hier den Impulsantrieb der Enterprise. Das ist hier dieser graue Abschnitt hier oben. Dann haben wir dort ein Pinstriping, das über die Maschinensektion drüber geht. Das sieht auch sehr schön aus, passt alles gut, ist nichts irgendwie nicht in der Mitte oder unterbrochen oder unsauber. Sehr schön, hier auf den Warp-Gondeln sehen wir nochmal das Logo des Terranischen Imperiums, das dort drauf gedruckt wurde. Also alles in allem gefällt mir das hier wirklich gut, fühlt sich auch gut an. Ganz hier hinten haben wir die Shuttle-Rampe, ja, die hätte man etwas schöner machen können, die ist etwas ungenau geraten. Aber auf der Seite sieht es dann dafür wieder umso schöner aus. Föderationslogo, Pinstriping und die ganzen Fensterchen, die hier sehr passgenau drauf sind. Und auf der Unterseite auch noch ein paar aufgemalte Details. Vorne haben wir nochmal den Hauptdeflektor. Auch der ist, wie ich das liebe, aus transparentem Kunststoff. Kann man hier schön sehen, wie der hier raussteht. Der gefällt mir echt gut, sieht sauber aus. Und alles in allem kann man auch sagen, ein sauberes Modell. Was ist jetzt hier noch Metall und was ist Plastik? Die Untertassensektion, die ist komplett aus
Metall gefertigt und hier unten der Bereich, das ist Plastik. Also alles andere außer der Untertassensektion ist aus Kunststoff und die ist dann aus Metall. Und das merkt man auch, die ist schon ziemlich kopflastig, wenn man die jetzt hier mal so in die Hand nimmt. Deswegen ist auch die Befestigung hier an den Punkten sehr gut gewählt. So, das ist also die ISS Enterprise aus der einen Folge der Classic-Serie The Mirror. Und wer in diesem Spiegeluniversum aufsteigen wollte, einen höheren Rang wollte, musste einfach nur seinen Vorgesetzten umbringen. Sehr schöne Lösung, oder? Wünscht sich bestimmt auch so mancher auf der Arbeit. So, aber schauen wir uns das Heft nochmal an. Da habe ich es vor mir liegen und die Ausgabe M1, also das war eine Sonderausgabe mit der ISS Enterprise. Auf der ersten Seite finden wir nochmal ein paar technische Daten zum Schiff. Was mir hier aber fehlt, sind genauere Schematas. Also hier wird nochmal zur Geschichte erklärt, was in der Folge vorkam. Und dort seht ihr auch Mr. Spock mit seinem fiesen Bärtchen, damit man auch erkennt, dass der hier auf der dunklen Seite quasi des Spiegels steht und einfach nur viele, viele Ausschnitte und Fotos aus dieser Episode. Hier sieht man nochmal schön die Unterschiede. Oben sehen wir die USS Enterprise. Achtet mal auf die Warp-Gondeln. Da sind diese Nippelchen vorne nicht dran. Und hier unten auf der ISS Enterprise sieht man dann die entsprechenden Nippelchen. Also diese vorstehenden Dornen oder wie auch immer das Teil heißen soll, was man dort sieht. Also viele Hintergrundinformationen. Mein Heft hier ist allerdings komplett auf Englisch gehalten. Ich denke, das sollte es aber auch auf Deutsch geben. Hoffe ich zumindest. Und ansonsten relativ wenige Informationen zum Raumschiff selbst. So, das soll es auch schon gewesen sein. Oh, schaut mal hier, das Erdenimperium auf der Rückseite. Und das war's dann wirklich, Freunde. Wenn ich einen Link finde, findet ihr den hier unten in der Videobeschreibung. Und ich sage dann schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.